Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Mario Party DS. Seit dem letzten Part haben wir den Abenteuermodus abgeschlossen und wie versprochen geht es nun weiter mit dem Minispiel-Mode. Ja, und hier gibt es insgesamt 6 verschiedene Modus, die wir spielen können. Den Einzelspieler-Modus links oben werden wir auslassen, aufgrund da das einfach die freie Wahl ist. Sprich, Minispiele spielen so viel wie das Auge reicht, die man will. Ihr wisst schon, so wer die freie Wahl ist. Uns interessieren stattdessen die anderen 5 Modis und wir fangen heute an mit dem Kletterkampf. Jetzt habe ich vergessen, gerade die Regeln zu lesen. Warte, da stand was links. Kletterkampf. Erklimme als erstes die Minispieltreppe. Jeder Sieg bringt dich höher empor. Ja, also ist halt einfach nur zufällig, werden Minispiele ausgewählt und wir müssen eben versuchen, soweit es geht, zu kommen. So, die Standardregeln stellen wir natürlich ein. Wir können die 5 sind ein bisschen wenig. Weil wir stellen sowieso mal die Kommstärke auf ein bisschen stärker, nämlich auf stark. Wir werden mit den ganzen Modis dann immer wieder ein bisschen höher stellen. So, Minispielgenre können wir auch einstellen. Zufall, 4 Spieler. Ja gut, okay, ich dachte jetzt irgendwie, dass man da auch das Mikrofon ausstellen kann. Sollten es Mikro-Minigames sein, dann haben wir Mikrofon-Minigames sein, dann haben wir natürlich das Problem. Die können wir leider nicht mitspielen. Ja, und wir stellen mal auf 7er. Das passt. 5 wäre ein bisschen zu wenig, weil da wäre der Part doch viel zu kurz. Willkommen beim Kletterkampf. Wer zuerst 7 Siege verbuchen kann, gewinnt. Der Kampf geht los. Lassen wir das Roulette unser erstes Minispiel bestimmen. Okay, ich hätte jetzt richtig Bock auf Seifensurfen, ehrlich gesagt. Komm, das wäre nice. Ne, es wird das Aufzieh-Derby. Die Entscheidung ist gefallen, wir spielen Aufzieh-Derby. Kennen wir noch relativ gut, steuere deinen Aufziehflitz als erster ins Ziel. Die vielen Hindernisse kosten Energie, also musst du dein Fahrzeug zwischendurch immer wieder aufziehen. Ja, die Hindernisse halt, die haben mich beim letzten Mal relativ stark behindert sogar. Diesmal sind wir aber ganz links außen, das passt. Aha, ja, das war gut. Mann, der hat mich gerammt, das ist unfair. Ich glaube, ich müsste knapp in Führung sein. Peach, was war das denn bitte für ein Move? Aber ich hab's, okay. Ja, stark, das spürt man schon. Ich glaube, bei Extrem hätte ich schon lange verloren gehabt. 29,58. Das ist eine gute Zeit. Mit der kann ich leben. Dieses Minispiel geht an Yoshi. Ja, und dann geht man jetzt eben eine Stufe nach oben. Und hier kommt das nächste Minispiel. Von denen 4? Holzbretthüpfer, oder? Kirschenkatapult. Das könnte riskant werden. Da war ich beim Let's Play gar nicht so schnell. Und da waren die, glaube ich, noch auf normal, so ziemlich. 65,1 cm. Boah, nee, der wird jetzt gebrochen werden müssen, weil sonst klappt das nicht. Ja, die Gegner sind viel schneller als ich. Ja, keine Chance. Die machen über 100 Meter. Keine Chance gehabt. Nope. Solche Minispiele brauche ich ja weniger. Da kommen ja auch so manchmal so Doppel-Minispiele oder so vor. In Buhus Bahn. Bann. Ich sag hier erstmal Bahn, ich weiß nicht warum. Ich bin einfach allgemein schon im ganzen Let's Play relativ scheiße im Lesen, das ist mir schon aufgefallen. Gut. Sollte ich hinbiegen, irgendwie. Komm, bitte lauf einfach nicht zu mir. Ja, genau, Luigi. Weil Luigi ist gut. Nein! Skandal! Ja, klasse. Gut, das kann ich auch schon vergessen. Wie der immer zu mir läuft. Nee, nee. Genau. Von mir aus, macht das untereinander. Ich hab keinen... I hate you. Okay, ich hab's aber noch geschafft. Boah, zum Glück, der zweite Buu hat sich nur bei den dreien aufgehalten.
sah richtig schlecht aus am Anfang. Vor allem, weil wirklich, der Waluigi ist jedes Mal zu mir gelaufen. Dieser kleine Frechdachs. Was kommt da noch alles? Nochmal in Buhus Bann. Komm, let's go. Nee, die türkische Neonbrücke. Die haben wir damals kennengelernt bei einem Duell-Minispiel, wo es wirklich um alles oder nichts ging. Ich kann mich noch erinnern, gegen Luigi war das. Erreiche das Ziel oder bleibe als einziger Läufer auf der leuchtenden Löcherstrecke übrig. Ich habe letztens übrigens noch geguckt in den Party-Modus. Da kann man ja tatsächlich einstellen, dass die komplette Party nur im Duell verläuft. Das gibt es auch tatsächlich die Möglichkeit. Oder zum Beispiel die komplette Party im 2-vs-2-Modus. Das ist eh klassisch, aber Duell-Modus, das wusste ich gar nicht mehr, dass es den NTS gab. So, hier war ein Loch, genau. Man sieht das meistens eh sofort, weil die leuchten halt nicht auf. Die sind halt alle so gut. Fuck! Ich hab mich verdrückt! Die überleben das alle, oder was? Tatsächlich. Ich bin der Einzige, der es nicht geschafft hat. Das ist richtig peinlich. Vor allem, das ist nur stark. Ich will gleich wissen, was die auf extrem teilweise leisten. Mhm. Die Führung hält nicht lange. Mir fällt das schon auf. Der Grillguckkraxler. Okay, tot gegen uns. Kennen wir auch schon. Was? Ich hab noch... Hä? Was war da denn jetzt falsch? Der ist nach hinten gelaufen. Ich hab die Pfeiltaste nach vorne. Oder ist das spiegelverkehrt? LOL. Okay, das ist bitter. Das hätte ich ohne Probleme geschafft eigentlich. Aber aus irgendeinem Grund hat das irgendwie gerade verkehrte Welt gehabt. Das war dumm. Teelöffeltunnel. Mit Waluigi gemeinsam. Komm, wir müssen das jetzt rocken. Also mit Waluigi muss ich das jetzt gewinnen, das steht fest. Ich glaube, oder habt ihr das Minispiel schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube noch gar nicht. Also man muss einfach nur den Tunnel mit R-Smashing machen. Mehr ist das Ganze nicht. Und wichtig ist halt, dass man gleichmäßig ansonsten buddelt man sich halt entweder nach oben, nach unten oder whatever. Also man muss sich eigentlich mit dem Partner abstimmen. Das Problem ist halt, ja, komm Gegner halt. Wobei, wir sind gerade in Führung, das passt. Genau, so den Stein lang. Jetzt bitte nach oben, wenn es geht. Nach oben, du Vollidiot! Da vorne ist schon das Ziel. Ja, ist Hammer. Ey, wir sind viel schneller als die da unten. Was haben die bitte gemacht? Die sind ja wirklich einen halben Kilometer zurückgelegen. Na, passt. Das heißt, ich gehe wenigstens jetzt wieder in Führung. Und die anderen haben alle Gleichstand. So, die Konfekt-Knipserei, auf die hätte ich gerade Bock. Die habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Ah, leider wird es wieder Kleiderkärtchen. Das könnte jetzt ein Spiel werden, wo, glaube ich, jeder gewinnt. Weil bei starker Schwierigkeit... Ja, weiß nicht. Die werden sicher alles finden, ne? Ich hoffe, ich habe die richtige erwischt, aber ich bin da gar nicht so krass durcheinander gekommen, jetzt gerade. Sollte geklappt haben. Mhm. Ah ja, mittlerweile weiß ich übrigens, was hier der Fail ist, bei den zwei Kleidern. Ich habe da am Anfang nie den Unterschied erkannt.
Der eine hat da unten so zwei, ich sag mal, Balken am Kleid. Das andere nicht. Vielleicht hat sie wieder ausgewählt, ich guck kurz mal. Nee, nicht. Müsste beim nächsten Mal, wenn das Spiel mal drankommen sollte, noch gucken. Weil ich spiel kurz zurück, das geht auch. Natürlich. So, Peach und ich sind nur noch im Rennen. Ja, müsste ganz rechts sein. Und dann habe ich's. Ist die Frage, ob die Peach das auch richtig hat. Ja, hat sie. Jeder hat sogar richtig. Stelle man sich vor, ich hätte jetzt falsch gewählt, dann hätte nur Peach gewonnen, aber egal. Der vierte von siebener. Drei sind's noch. Okay, Kerzenlauf darf es nicht werden, weil da habe ich keine Chance. Okay, Holzbretthüpfer. Sollte auch eigentlich ein Pflichtsieg sein für mich. Ja, den Kerzenlauf können wir deswegen nicht machen, weil das ist eins mit dem Mikrofon. Da könnte ich nur rumstehen. Das wird leider nicht klappen. Ja, das ist leider das Problem bei den ganzen Minispiel-Modis hier. Es werden wahrscheinlich auch Modis kommen. Oder Spiele kommen, besser gesagt. Wo wir einfach nichts machen können, weil wir halt das Mikro nicht haben. Fuck. Ich bin dumm grad! So. Boah, es war knapp. Ich habe mich gerade mehrfach verdrückt als sonst. Aber gut, ich musste gerade was erklären, es tut mir leid. Ich wollte gerade das mit dem Mikrofon erklären und da bin ich ja gerade, habe ich mich gerade ein bisschen selbst durcheinander gebracht. Alles gut. Ist nichts passiert. Fünfter Sieg. Kommen jetzt noch zwei richtig geile Minispiele zum Abschluss. Ich meine, was fehlt denn noch groß? Aber was sind die geilsten Spiele, die jetzt noch kommen können? Aufzüge, nee, danke. Holzbretterhüpfen haben wir auch schon gehabt. Minen-Megatol. Vielleicht und so. Ja, kommt sogar. Ah, Smashing-Spiel. Und diesmal richtig Gas geben. Bei starker Schwierigkeit werden die 24,6 cm, die Rekord sind, nicht ausreichen. Dicker, wie schnell sind die denn? Dicker hat mich richtig angestrengt und die waren irgendwie kilometerweise vor mir. Ja moin. Es ist sogar ein Rekord gewesen, aber 31,5. Was geht mit denen? Mhm. Starke Schwierigkeit. Ich merk schon. Geländergleiter. Was war denn das nochmal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach so. Mhm. Da brauche ich gar nicht probieren. Da habe ich keine Chance. Ich gebe mein Bestes, aber wird nichts. Ich muss eher wieder aufpassen, dass ich versehentlich nicht das Bild wieder minimiere. Ich war besser als sonst. Ja, reicht aber nicht. Besser als sonst ist gut. Der Tod hat gewonnen. Okay, das ist okay. Die Peachy wird immer gefährlicher. Der ganze Kampf, der zögert sich ein bisschen weiter hinaus, als ich eigentlich will. Aber wenn ich auf normal gestellt hätte, wären wir schon lange fertig. Fließbandfutter 1 vs 3. Oh, und ich bin diesmal der Einzelspieler. Boah, nee, gegen die drei. Ah, das ist das Spiel, wo der Einzelspieler richtig einen Nachteil hat. Außer wir legen wirklich alles komplett voll. Ich achte gar nicht auf die anderen. Zwei sind schon down gewesen, aber ich gebe... Oh, okay. Also ein Toad und die Waluigi habe ich ja schon vorher sterben gehört, aber okay, die Peach hat sich jetzt ein bisschen länger gehalten. Gut, egal. Es hat geklappt, das ist wichtig. So, ein Sieg fehlt noch. Das sollte man eigentlich schon fast in der Tasche haben. Boah, bei denen könnte ich mir alle gut vorstellen. Buru, wo bist du?
gegen den Tod. Das ist das Buhu-Versteckspiel, ihr wisst schon. Also wo wir die jetzt suchen müssen. So, die mit schwarzer Brille. Einer. Die haben alles so ein gelbes Glas aber dran. Ah nee, der ist auch nicht. Ah, da unten kommen welche raus. Ja, da ist noch einer. Nee. Okay, das war der letzte. Komm bitte, das muss reichen, das muss reichen, das muss reichen. Ja, ja, wir haben nur einen mehr. Gut, und damit ist die Geschichte durch. Erstes der 5 Modis gewonnen. War aber doch schwieriger, als ich erwartet hätte. Ich glaube, da hätte ich fast auf 5 bleiben können. Na, passt. Also, Kletterkampf geht auf unsere... Yoshi, du hast gewonnen, fabelhaft. Mhm. Und wir bekommen 221 Punkte obendrauf. 140 für Minispiel-Sieger, Kletterkampf-Sieger 30. Komm-Stärke-Bonus gibt's auch. Okay, krass. Und wir kriegen auch einen Preis. Blumentrog aus Sandstein, Metronom der Mysterien. Ja, man bekommt für die ganzen Durchspiele immer wieder mal solche Sachen. Erneut mit den Einstellungen spielen? Nein, danke. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Da geht's dann weiter mit dem Wahlpokal. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, Leute.